Ja, einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, ihr wisst es bereits, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, ich habe etwas ganz Besonderes heute für euch, und zwar die ganzen Kunden von uns, die für Immobilien kommen oder auch für Ferienwohnungen kommen. Die müssen ja irgendwie vom Flughafen zu dem Objekt kommen oder halt zur Ferienwohnung bzw. zum Hotel. Deswegen bieten wir ab jetzt auch an, die Transfere vom Flughafen entweder Antalya nach Alanya oder von Gazi Pascha nach Alanya und natürlich auch wieder zurück. Und zwar arbeiten wir da zusammen mit dem lieben Mehmet. Mehmet. Und zwar, ich zeige euch einfach mal, er hat mehrere Fahrzeuge, er hat ein Reisebüro. Ihr könnt euch da an mich wenden. Die E-Mail-Adresse wird unten eingeblendet. Ihr habt natürlich auch meine Kontaktdaten über WhatsApp, über Twitter, über Facebook, und ihr kennt natürlich auch meine Telegram-Seite. Einfach melden, wenn Bedarf ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was du da hast. Also, das ist nicht 0815, das ist vernünftig, das seht ihr ja schon. Also Mercedes Sprinter, es gibt natürlich auch Getränke, Leder natürlich, selbstverständlich. Das Auto ist jetzt 4 Monate alt, also noch sehr, sehr neu. Natürlich alles klimatisiert, selbstverständlich. Also das geht natürlich an die Kunden von uns, die nicht mit irgendeinem Großraumbus fahren wollen. Wir haben natürlich auch zu den Mercedes-Fahrzeugen haben wir dann natürlich auch noch Crafter von VW, bis zu 14 Personen, und Preise, wie gesagt, auf Anfrage bitte vorher melden, dass man da auch gucken kann wegen der Reservierung. Die Fahrzeuge sind permanent im Einsatz. Ich habe jetzt 2 Wochen warten müssen, weil die Fahrzeuge immer unterwegs sind, vom Flughafen hin, zurück bis in die Nacht. Uhrzeit ist egal. So. Ja, das war auch nur ein ganz, ganz kurzes Video. Er muss leider weiter. Er hat mehrere Mitarbeiter, die für ihn fahren. Er hat ein großes Reisebüro. Wie gesagt, wenn ihr Anfragen habt, lasst es mich wissen. Ich vermittle dann den Kontakt, und über die Preise werden wir uns schon einig werden. Mehmet abi, çok sağ ol. Family arbeiten. Die alle Sohn und Tochter und arbeiten, ja. Also es ist Familienunternehmen, also wie gesagt, nicht die Großen unterstützen, sondern die normalen Mittelständischen unterstützen. Das sage ich ja immer, ob es der Bauer ist, der hier in der Region ist. Lieber die Familienunternehmen unterstützen. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ja, das war eigentlich nur ein kurzes Video. Ich würde sagen, bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.